Hallo liebe Campingfreunde, wir sind immer noch auf der TC in Magdeburg und jetzt haben wir ein Remor und dazu habe ich mir den Sascha geholt, der wird uns das Fahrzeug mal erklären. Guten Hallo Tag. Sascha, stell dich mal vor. Euch. Ich bin Sascha vom Wohnmobilmarkt bzw. Flexicamper. Wir stellen hier in Magdeburg drei unserer Fahrzeuge aus, unter anderem den schönen Remor und den schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Als extra bei diesem Fahrzeug die 16 Zoll Alufelgen. Ja, schöne Bobettfelgen. Genau, macht natürlich ein bisschen mehr her als die Was Standardfelgen. Was kosten die denn extra? Die kosten 1500 Euro extra. Ah ja, das geht doch. Klassischen Stromanschluss, CEE. Dieseltank, ja. AdBlue natürlich auch, standardmäßig genau. Heutzutage. Den Ausströmer für die Gasheizung. Ja, das erkennt man gleich an dem runden Kamin. Ja, ne? Ganz wichtig, hier bei dem Fenster über dem Auslass ist ein Sensor verbaut, sodass, wenn dieses Fenster offen ist, die Gasheizung nicht starten würde, damit eben nicht die Abgase ins Fahrzeuginnere gelangen. Ja, ganz gut zu wissen. Manche wundern sich, ja, wieso geht die Heizung nicht? Ne? Genau. Wir vermieten ja auch Fahrzeuge. Das ist einer der häufigsten Anrufe. Ja. Die Gasheizung funktioniert nicht. Ich sehe, ein Badfenster haben wir hier auch schon. Genau, das Badfenster. Abgeschlossen. Verbindet ja. Sich auch nur die klassische Kassettentoilette hinter. Genau, die haben wir schon oft genug gesehen. Ich denke auch. Ja, wollen wir gleich mal zum Heck gehen? Genau. Ja, was sehen wir hier? Genau, wir haben jetzt hier die Variante mit Doppelquerbett im Heck. Ja. Gibt es auch noch den Remor 145 mit doppeltem Etagenbett. Also sprich okay. Noch einmal in der Höhe nochmal ein Querbett oben drüber. Eben ja. Dann für vier Personen, perfekt für Familien. Um schnell mal in Urlaub zu fahren, trotzdem flexibel zu sein. Man kann entweder das untere Bett, das obere Bett auch rausnehmen, zu Hause lassen, wenn man mal zu zweit fährt. Da ist man also wahnsinnig flexibel, kostet im Endeffekt 1500 Euro mehr. Ist auf jeden Fall immer eine Überlegung wert. Wenn das untere Bett halt weg ist, dann kann ich schön meine Bikes reinladen. Genau. Und dann kann ich oben noch schlafen. Ah ja, das Alles ist ja ganz einfach zu nehmen. Ja. Da haben wir dann Revisionsschacht für Wasser gleich. Genau, das ist ja typisch. Und dann haben wir noch haben wir auch unterm Bett schön die Luftausströmer. Das ja. Heißt, auch wenn es mal draußen ein bisschen kalt wird, im Bett ist es immer extrem genau, gemütlich bei dem Fahrzeug. Man. Ich habe das ja heute Nacht gemerkt. Ja, ich mache mal ein bisschen Licht, damit ihr auch was seht. So, und hier haben wir 2x11 Kilo passen rein. Genau. Damit kommt man auch. Ja, ich denke mal, wir gehen jetzt mal rein. Ich sehe mal einen schönen Boden hier. Genau, und vor allem auch gleich 4 Zoo-Punkte. Ja. Dass man auch alles, die Laderung gut sichern kann, wenn man mal mehr genau. Mitnimmt. Was haben wir hier? Eine coole Omnistore ist hier verbaut. Genau. Genau, nun haben wir noch den Einfüller fürs Frischwasser. Ja. 85 Liter Frischwassertank, 80 Liter Abwasser. Okay. Ja, das Fahrzeug ist kurzfristig zu haben, sehe ich da oben gerade. Genau, also noch haben wir im Zulauf Fahrzeuge, die März, April lieferbar wären. Okay. Sind nicht mehr viele, aber wer kann schnell ist, vorstellen, ja. Kann auch einen abgreifen. Ich sehe, das Fahrzeug kostet hier 42.490 Euro, aber genau, da sind die Felgen jetzt noch nicht drin. Ne? Da sind die Felgen nicht mit drin, die kämen noch mit dazu. Okay. Ansonsten Listenpreis bei dem Fahrzeug wären 54.192, so wie er hier steht, jetzt zur Messe. Ich sehe gerade Markise, Radio und Rückfahrkamera ist da enthalten. Ja, gehen wir mal rein, jetzt genau. Ist gerade leer geworden. Genau, ist ja doch können schon einmal voll. Noch kurz die Trittstufe rausmachen. Genau. Läuft natürlich elektrisch raus und auch hier schön im Fußbereich die schönen Auslasser, dass auch immer warme Füße hat. Ja. So, ich setze mich mal hier auf die Beifahrerseite. Genau, setze dich mal hin. Hier haben wir gleich eine schöne Sitzgruppe gleich am Eingang mit dem Smart Table. Und hier kann man die halbe Tischplatte einmal umklappen. Was sehr schön ist, weil auch während der Fahrt die vier Gurtplätze auch für größere Menschen bequem zu sitzen sind. In vielen Fahrzeugen ist es hier ein bisschen eng, auch wenn ich hier runterklappe, für einen großen Menschen ein bisschen knapp. Mhm. Aber eben einmal Tisch umgeklappt, kann man auch während der Fahrt den Tisch benutzen. Genau. Und hat trotzdem eben die Bewegungsfreiheit. Ja, und dann kann man den Tisch auch nochmal ausklappen. Ich sehe das gerade hier. Na, für einen kleinen Teller reicht es aus, ne? Genau, für einen kleinen Teller, für einen kleinen Hunger zwischendurch. Ja,
ansonsten sitzt man hier ja zu zweit oder zu dritt. Hinten auf der Seite sitzen dann zwei. Aber es geht. Ich sag mal, einen Teller kriegt man hier auch noch rauf, ne? Genau, und ich sag mal, im Normalfall ist der Wagen ja, wenn man eben die Variante mit zwei Doppelbetten nimmt, für eine Familie mit zwei Kindern, reicht der Platz allemal aus. Den Tisch kann man sich auch aushängen und einmal draußen an der Küchenzeile einhängen. Ne? Ich zeige euch das mal. Da wird es dann eingehängt. Spart man sich den Campingtisch, ist auch nicht verkehrt. Ja. Unterm Tisch auch noch eine kleine Luke. Ah ja, ein kleines Staufach, so mal für die Badelatschen. Zum Beispiel rechts außen. Ja. Zack. Hinten noch ein kleines Fach mit Sicherung. Und da ist die Heizung drin. Im hinteren Bereich den Frostwächter. Okay, den finden wir da. Ja, ich hatte mir gerade einen Challenger angeschaut, der hat sehr viel Ähnlichkeit, ne? Genau, im Grundriss nehmen die sich alle nicht so viel, muss ja. ich sagen, in den Kasten legen. Oben haben wir verschiedene Ablagemöglichkeiten. Das ist hier eine Blende, hier kann man noch was reinmachen und hier haben wir noch eine Ablage. Genau, hier wurde auf den großen Schrank über dem Fahrerhaus verzichtet. Finde ich persönlich schön, wenn man hat, auch wenn man im Fahrerbereich sitzt, hat man eben die Kopffreiheit. Ja, wir haben hier noch eine schöne Lichtleiste, habe ich gerade gesehen. Sieht sehr gut aus. Und dann haben wir hier noch ein Aufstelldach und ja, ein recht breiten Oberschrank. Ne? Lichtschalter. 230 Volt Steckdose ja. und die Vorbereitung für eine TV-Anlage. Ja, der wird dann da über. Der wäre dann da drüber, dann kommt der dann hier, wenn man positioniert. Ne? Genau. Ja, ich denke mal, wir schauen uns mal die Küche an. Jetzt kannst du die Teller wieder zurückrollen. Genau. Zack. So, wir haben hier einmal mit dem klassischen Klapper. Ja, schnell gemacht. Und Erweiterung für die. Haben da noch ein bisschen mehr Schnippelfläche oder einfach zum Abstellen. Ne? Ja, hier. Zwei Flammkocher, klassische Bierzuzündung ja. und das Waschbecken, was ich immer ganz schön finde, wenn es miteinander verbunden ist zum Reinigen, genau. ist das immer eine Kannst schöne Sache. Rüberwischen. Also sieht ein bisschen anders aus wie die typische Spaghetti-Küche, die ist ein bisschen anders hier. Klappwasserhahn, zack, alles wieder weg. Haben wir große Auszüge, aber nicht so tief. Genau. Das wäre sonst der Durchgang zu schmal geworden, wenn man da größer bauen würde. Ja gut, aber dahinter stehen Zack. Kann man jetzt auch nicht, wenn man die aufzieht. Da muss man ja. schon zur Seite gehen, ne? Die sind schon relativ groß. Ja, der eine oder andere mag das halt, ich weiß es. Diese großen Auszüge, dass er alles auf einmal sieht und ich 10 Schubfächer aufmachen muss. Na gut, hier passen die Frühstücksteller rein und die Tassen. Ja, und da haben wir einen Kompressorkühlschrank. Oder ein Absorber ist das hier? Das ist ein Absorber. Absorber, genau. Ja. Hier haben wir noch ein Eisfach. Da fällt mal von der anderen Seite ungewöhnlich. Ja. Und unter dem Kleiderschrank. Boah, der ist schön großzügig. Da haben wir noch eine Klappe. Revisionsöffnung. Hat eine Wasserdruckpumpe. Gut für den Komfort. Genau, dann ja. haben wir noch. Dann schauen wir uns mal das Bad an. Der Durchgang ist nicht allzu breit hier. Das ist genau, aber der breiten Sitzbank hier geschuldet. Ne? Genau, aber es reicht. Ich bin jetzt auch kein kleiner Mensch und gerade hier, wenn ich jetzt hier in der Dusche stehe, ist ja, das für einen Kastenwagen 1,84. 1,84, ja. Also das ist doch gut. Das geht. Ja. Genau, die Toilette lässt sich drehen. Ja. Das schöne ist das Eckwaschbecken. Man muss hier kein Waschbecken hin und her schieben. Ja, das ist immer alles praktisch. Fest. Man kommt da noch ganz gut ran, da denke ich mal. Ne? Genau, und zum Duschen ist reich der Platz. Schön ist der Duschvorhang. Den du da in der Hand hast? Genau, okay, hier kommt der Duschvorhang ran, ja? Der kommt ran. Achso, der wird da eingehängt in diesen Nippels. Genau, wow. wird da eingehängt. Ah, hier auch, ich sehe das gerade. Das sind 3 Nippels, ne? Da wird genau, er eingehängt. Da wird er eingehängt. Und sehe ich jetzt. Hm. Okay. Das Schöne ist, dass man den eben abnehmen kann, sprich nach dem Duschen kann ich den mit rausnehmen, draußen zum Trocknen aufhängen. Ja, wer's mag, ich mag ihn einfach so ein bisschen zusammenziehen, der trocknet bei mir auch relativ schnell. Hier ist ja auch eine Zwangsentlüftung, genau. ein Badfenster, da müsste das ja eigentlich relativ schnell gehen.
Da haben wir noch einen Oberschrank. Noch ein kleines Schränkchen. Ja. Ja, Duscharmatur, das ist ja eine richtig große. Genau, ein ordentlicher Duschkopf. Ja. Richtig schön. Okay. Ja, was fehlt noch? Jetzt fehlt noch das Schlafzimmer. So, Sascha, jetzt sind wir im Schlafzimmer. Genau. Wir haben ein schönes Doppelbett mit 1,92 in der Länge und 1,40 Meter Breite. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, die Dinette umzubauen zu einem Notbett. Da hat eine Länge von 1,82 mal 1,15 Meter. Also ein Kind. Wir sind hier ein 6 Meter Fahrzeug, ne? Genau. Ja, das dann passt das ja. Fahrzeug. Ja, dann zeige ich mal die Oberschränke. Ja. Ordentlich Platz. Ich komme nochmal ein bisschen hoch. Die sind relativ tief, sehe ich. Da passt einiges rein. Genau, wenn man Unterarm tief, dann geht man drin. Ja, und dann sehe ich hier, an diesen Leseleuchten da unten haben wir USB-Steckdosen. Genau, einmal hier und an dieser auch. Ja. Also aus einfach mit. Ach, da passt man einfach an. Naja, das ist super. Das ist ganz schön. Ja, und links und rechts haben wir kein Fenster. Ich finde es praktisch, weil hinten an den Türen haben wir ja Fenster, Aufstellfenster mit Verdunklung und Fliegengitter. Ja, weil desto weniger kann ich kaputt machen mit dem Kopf oder mit den Füßen. Ne? Aber genau, kann man hier auch ein Fenster bestellen? Nein, kann man nicht bestellen bei dem Fahrzeug. Dann, wenn man das größere Fahrzeug mit 6,40 Meter und den Einzelbetten im Heck nimmt, dann hat man auch Fenster rechts und links. Achso, dann Querbetten hat man. Dann ist aber serienmäßig. Genau. Okay, dann kann derjenige links und rechts dann nochmal rausschauen. Ja, zum Preis hatten wir ja schon was gesagt. Und das Fahrzeug ist hier ab 48.000 zu haben? Genau, ab 48.999 haben wir den Basispreis. Ja. Fairerweise dazu, im Basispreis ist das große Fliegenschutz an der Schiebetür nicht enthalten. Okay. Und auch das Fenster noch nicht mit drinne. Kostet beides zusammen 1200 Euro. Ach, das geht sogar ohne Fenster? Okay. Das geht ohne Fenster und ohne Fliegenschutz. Aber ungünstig. Gerade ohne Fliegenschutz ist es ungünstig. Sprich, fairerweise ab 50.000 Euro ist das Fahrzeug so zu haben, dass man es gut einsetzen kann. Ja. Dann hat man mit drinnen die Truma Kombi C4 inklusive der Warmwasserversorgung. Man hat die drehbaren Sitze mit Armlehne. Im Fahrerhaus, die große Dachluke im S-Bereich, die Zentralverriegelung, Tempomat, das ist im Basisfahrzeug alles mit drin, so wie auch eben der Bausatz für das Dinettbett. Achso, okay. Das ist alles mit drin. Also ab 50.000 Euro hat man ein Fahrzeug, mit dem man sofort losdüsen kann. Okay, Sascha, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich danke dir für den Besuch. Hat mich gefreut. Ja, ja, mich auch. Und wo können die Leute euch finden? Genau, ihr könnt uns finden in Berlin-Spandau, haben wir unsere Niederlassung, ansonsten auch in Rosenheim, Hamburg, auf Rügen, könntet ihr auch zu uns überall kommen. Aber mich findet ihr nur in Berlin. Alles klar. Also, liebe Campingfreunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch, möchtet ihr noch weitere Videos von dem Kanal anschauen, abonniert den Kanal und die Glocke nicht vergessen. Und weiterhin noch viel Spaß hier auf der Messe in Magdeburg. Bis bald.